Uns ist wichtig an diesen Abenden, dass es nicht nur um Essen und Trinken geht, das ist für uns auch natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil des Lebens. Es geht uns aber darüber hinaus an diesen Abenden darum, die Menschen sichtbar zu machen, die hinter diesen Produkten stehen, die diese Produkte mit viel Leidenschaft und Liebe erfunden haben, ins Leben geholt haben, weil ich auch sehr überzeugt davon bin, dass die Wertestruktur, die der Firma Zotter und dem Josef Zotter selbst zugrunde liegt, eine ist, die ich sehr stark nachvollziehen kann, mit der ich mich identifiziere, und für das habe ich sehr großen Respekt, was sie tun. Und ich habe in der Einladung auch geschrieben, dass wir das Glückskind Josef Zotter eingeladen haben mit seiner glückbrennenden Schokolade. Dass Schokolade glücklich macht, das ist, also ich sage das einmal so, halte ich eher für ein Gerücht. Das hat sich, glaube ich, auch so im Laufe der Zeit halt entwickelt. Mein glücklich machen, mein früher hat es wahrscheinlich definitiv glücklich gemacht, weil es ein extra, also natürlich ein Luxus war. Mittlerweile, die letzten, kann man sagen, 20 Jahre, hat Schokolade noch einmal so einen richtigen Drive bekommen. Also ich denke, da war ja vielleicht auch ein bisschen mitschuld. Ich komme ja, eben wie ich schon gesagt habe, aus der Steiermark, aus einer einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, muss ich mal sagen, das immer auch ganz gern. Gott sei Dank war die Landwirtschaft so klein zu Hause, dass ich mehr oder weniger weggehen musste. Es entsteht bei uns gerade ein essbarer Tiergarten, um den Leuten oder den Menschen oder den Besuchern quasi vorzuführen, wie Essen entsteht und was eigentlich hinter jedem Essen steht. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich wünsche viel Spaß beim Essen.